Herzlich willkommen zur Vorlesung Elektronisches Publizieren, Document Engineering und das World Wide Web. Wir sind in Woche 11 beim Thema XSLT und ich wollte den Ablauf eines XSLT-Programms, das Prozessmodell, systematisch erklären. Ich schaue, dass ich gleich den Desktop share und dann die Folien und hinterher auch die Entwicklungsumgebung. Gut, also dieses Prozessmodell XSLT, wie läuft jetzt genau ein XSLT-Programm ab? Das hat eine gewisse Intuition, wie ein XSLT-Programm abläuft, aber die Intuition kann einen auch leicht in die Irre leiten oder es bleiben Fragen offen und die werden wir jetzt systematisch klären. Dazu gibt es auf Moodle in diesem Materialien-Tab den Ordner XSLT-Beispiele-Prozessmodell und da schauen wir uns jetzt auch das erste Beispiel jetzt einmal direkt im Code an und dann kommt die systematische Erklärung hinterher. So, dann haben wir hier in Oxygen. Und wie gesagt, Sie können diese Beispiele auch mit Free Formatter, mit Online-Tools testen. Ich mache das jetzt hier der Einfachheit halber, damit ich nicht so viel kopieren muss mit dem vorbereiteten Oxygen. Gut, also das ist unser Beispieldokument. Ein Element root i hat zwei eingebettete Elemente a und b. Das b hat Text, nochmal b und nochmal Text. Und das root i Element und das äußerste b Element, die haben noch ID Attribute mit den Werten ID 1 und ID 2. Gut, also typisches Spielbeispiel zur Demonstration. Gut, und das XSLT-Programm hat jetzt zwei Regeln im Wesentlichen, also das kommt auf diese beiden Regeln hier an. Das eine ist die Regel für den Einstieg, für den Wurzel, also für den Document-Knoten von dem XML-Dokument, auf das wir dieses Programm anwenden wollen. Und das schafft einen neuen Container X und ruft dann Templates auf für alle die Knoten, die irgendwo in dem Eingabedokument vorkommen, alle Elementknoten irgendwelchen Namens, die einen Attributknoten tragen. Und auf die wendet sie dann die Templates an. Okay, das wären dann also hier von der Eingabe konkret das Root i und dieses b, die haben Attribute. Und was soll für die gemacht werden? Da greift jetzt diese allgemeinere Regel Stern für beliebige benannte Knoten und die kopiert diese Knoten einfach nach außen. Das heißt, die Wirkung dieses Programms wird sein, dass wir ein neues Wurzelelement, ein oberstes Element X kreieren und darin alle Elemente versammeln, die Attribute haben. Und die Elemente erscheinen nur mit die Elemente selber, das ist die Wirkung hier von dem Copy, ohne irgendwelche Unterstrukturen, die noch darunter hängen könnten und auch ohne ihre Attribute. Es wird also nur jeweils das Element kopiert. Das ist also jetzt hier die Semantik von diesem Copy-Befehl. Okay, wenn wir das jetzt ausführen, das habe ich jetzt hier vorbereitet auf Knopfdruck schon, dann kommt tatsächlich das raus, was wir uns vorgestellt haben, der Container X mit diesen beiden Elementen, root i und b. So, und da stellen sich Ihnen möglicherweise schon
gewisse Fragen, warum das jetzt so ausgeführt wird. Und die werden wir dann jetzt dann in der systematischen Beschreibung des Prozessmodells aufgreifen und hoffentlich beantworten. Also typische Fragen, die Sie sich stellen könnten. Okay, die Regel, die wir für das äußerste Element, also für den Document Node, für den äußersten Knoten angewendet haben, die steht ja erst weiter unten. Wie ist das mit der Reihenfolge dieser Templates? Und was passiert mit den anderen Elementen, die auch noch in der Eingabe sind? Wird für die nichts gemacht? Es liegt eben daran, dass das Apply Templates nur für ausgewählte Knoten die weitere Bearbeitung anstößt. Gut, und ja. Ich kann Sie leider jetzt nicht fragen, das würde ich in einer Live-Veranstaltung machen, was ich Ihnen für Fragen stellen oder welche Dinge Sie jetzt hier an diesem Programm nicht verstehen. Ich hoffe, dass ich die dann abdecke in der weiteren Diskussion, und wenn nicht, dann müssen wir halt das in der Sprechstunde oder in den Foren dann noch weiter diskutieren. So. Dann gehe ich jetzt mal wieder zu den Folien zurück und zu der allgemeinen Erklärung, wie die Abarbeitung eines solchen XSLT-Programms abläuft, also wie das Prozessmodell aussieht. Grundsätzlich ist das so, dass man sich das so vorstellen kann, der XSLT-Prozessor durchläuft jetzt sequenziell Zustände oder bestimmte Konfigurationen. Diese Konfigurationen, die bilden ab, was ist bisher in der Ausgabe schon konstruiert worden, und sie bilden auch ab, wo steht denn die Bearbeitung, was ist denn als nächstes noch zu tun. Das macht sie in Form von sogenannten Arbeitsaufträgen. Also so eine Konfiguration für die Ausgabe ist jetzt hier auf der rechten Seite gegeben, und die initiale Konfiguration, die hat für die Ausgabe erstmal nur den Dokumentenknoten konstruiert. Die kriegt man also praktisch geschenkt, wenn das XSLT-Programm startet. Das muss man nicht extra kreieren, und hat dann einen Arbeitsauftrag sozusagen für den Dokumentenknoten der Eingabe. Die Arbeitsaufträge, die sehe ich jetzt an als sozusagen Pseudoknoten, die jetzt in Hexagonform hier angegeben sind, mit Referenz auf den Knoten im Eingabedokument über seine Nummer, der jetzt als nächstes bearbeitet wird. Und dieser Arbeitsauftrag, der sagt also, gut, welcher Knoten aus der Eingabe soll denn jetzt bearbeitet werden und wo soll das, was dieser Knoten produziert, in was dieser Knoten sozusagen transformiert wird, wo soll das eingehängt werden in der Ausgabe. Beides ist also variabel, je nach Programm, abhängig vom Programm. Da gibt es also keine Automatismen, wie das ausgeführt wird. Ja? Das heißt also, am Anfang sagt man, okay, gut, das hier ist meine Ausgabe, im Wesentlichen leer, da habe ich nur diesen Dokumentenknoten, und ich starte die Bearbeitung dadurch, dass ich mir den Dokumentenknoten der Eingabe angucke, schaue, was habe ich denn da für Regeln und was sehen die vor, was soll produziert werden. Und das hänge ich dann hier an dieser Stelle unterhalb dieses Eingabeknotens an. Das klingt am Anfang noch sehr selbstverständlich, wie soll das denn anders losgehen sozusagen. Aber wenn dann die Bearbeitung fortschreitet, dann sieht man, wie das dann zu verallgemeinern ist und wie das dann wirklich den Ablauf auch bestimmt. So, gut. Das heißt also, wir haben jetzt gesagt, wir gehen da praktisch von Konfiguration zu Konfiguration. Dies hier ist die initiale Konfiguration, und was passiert denn dann als nächstes? Im allgemeinen Fall werden wir sehen, dass wir da eventuell mehrere Arbeitsaufträge haben, also mehrere Knoten, solche Oktagons, mehrere
Referenzen auf verschiedene Knoten und verschiedene Einfügepunkte, wo dann das Ergebnis der Transformation eingehängt werden soll. In dem Fall haben wir jetzt erstmal nur ein einziges. Aber grundsätzlich also suchen wir uns einen dieser verschiedenen Arbeitsaufträge aus. Und da ist es schon mal so, dass man die in beliebiger Reihenfolge abarbeiten kann, weil die Abarbeitung dieser Arbeitsaufträge keine Seiteneffekte hat. Also natürlich hat man eine Tendenz, das irgendwie der Reihenfolge nachzumachen oder Depth First zu machen, aber es ist letztendlich egal, weil es keine Seiteneffekte gibt. Das Zweite ist dann, dass wir für diesen Arbeitsauftrag und für diesen Knoten, der dann damit verbunden ist, jetzt ein passendes Template suchen müssen in unserem XSLT-Programm. Das XSLT-Programm ist ja im allgemeinen Fall eine Sammlung von Templates mit bestimmten Match-Attributen. Und auch hier gibt es keinen Automatismus, welches Template als nächstes drankommt. Es muss nur von seinem Match-Attribut her auf diesen Knoten, der hier vorgesehen ist, passen. Und da kann es dann Konflikte geben, dass bestimmte, dass vielleicht mehrere Templates auf einen einzelnen Knoten passen könnten. Und da gibt es dann Prioritätenregelungen in XSLT. Diese Prioritätenregelungen sagen zum Beispiel sowas, dass eine Regel, die für ein spezifisches Element gemacht ist, Vorrang hat vor einer allgemeinen Regel, die als Match-Attribut zum Beispiel Stern hat oder Node. Oder dass eine Regel, die einen Kontext angibt, also wo der XPath-Ausdruck einen Kontextknoten bestimmt, also zum Beispiel ein B innerhalb von einem A, das ist spezifischer als eine Regel nur für ein B. Ja, da gibt es also einige Prioritätenregelungen, die sehr eingängig sind. Die allgemeine Definition, wann eine Regel spezifischer ist als eine andere Regel, die ist sehr kompliziert. Die brauchen wir jetzt hier auch wirklich nicht nachzuvollziehen. Und letztendlich kann es sein, dass also als allerletzte Lösung dann tatsächlich die Reihenfolge des Aufschriebs der Templates im Programm eine Rolle spielt. Aber im Allgemeinen wird es so sein und in unseren Beispielen ist es auch immer so, dass entweder wirklich nur eine Regel zutrifft oder dass es klar ist, welche Regel spezifischer ist als eine andere Regel. Und diese Regeln bestimmen dann, welches Template ausgewählt wird, nicht die Reihenfolge des Aufschriebs. So. Gut, und wenn wir das dann gemacht haben, dann wissen wir also, dieser Arbeitsauftrag soll jetzt durch ein bestimmtes Template in unserem Programm erfüllt werden sozusagen und dann müssen wir dieses Template ausführen. Was heißt das dann genau? Das gucken wir auf der nächsten Folie an. Erstmal am Beispiel und dann allgemeiner. Aber letztendlich bedeutet das dann, dass die Literal Result Elements, die in diesem Template vorkommen, hier eingefügt werden und irgendwann gibt es dann ein XSL Apply Templates möglicherweise, das dann zu einem neuen Arbeitsauftrag führt oder es gibt ein XSL Value of, das einfach aus der Eingabe Dinge in die Ausgabe zieht oder ein Copy, das ein Knoten aus der Eingabe in die Ausgabe übernimmt. Das hängt dann also jetzt von dem Template selber an, von dem speziellen Programm, was dann passiert. Und das Ergebnis wird dann eine nächste Konfiguration sein, wo jetzt dieser eine Arbeitsauftrag abgearbeitet ist, aber neue Arbeitsaufträge entstanden sein können, auch mehrere. Und dann muss man halt diesen Zyklus weiter durchlaufen, von Konfiguration zu Konfiguration, bis man letztendlich dann keine Arbeitsaufträge mehr übrig hat. Und dann bricht dieses Programm ab. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, das muss ich gleich gerade mal aufschreiben, für die Übung, dass auch Programme eventuell nicht abbrechen. Dass man also immer wieder neue Arbeitsaufträge erzeugt, die die also nicht, ja, nicht abbrechen. Genau. Das kann man auch erwarten,
Letztendlich, weil aus höherer Perspektive, weil wenn wir einmal akzeptieren, dass XSLT tatsächlich auch berechenbarkeitsuniversell ist, dann wissen wir ja aus der Berechenbarkeitstheorie, dass das Halteproblem für berechenbarkeitsuniverselle Programmiersprachen unentscheidbar ist, dass man also nicht entscheiden kann, dadurch, dass man ein Programm ansieht, ob das Programm überhaupt anhält oder ob es eine unendliche Berechnung definiert, für bestimmte Eingabe natürlich. Und genauso ist es bei XSLT eben auch. Es kann gar nicht sein, dass die Programme immer anhalten, immer terminieren, weil dann könnte XSLT nicht berechenbarkeitsuniversell sein. Dann wäre das Halteproblem ja entscheidbar. Die Antwort wäre immer ja. Okay, gut. Also das war jetzt ein kleiner Seitenzweig. Kommen wir jetzt mal zurück zu der Frage, wie wird jetzt eine solche Konfiguration tatsächlich abgearbeitet, sodass wir zur Folgekonfiguration kommen. Und da müssen wir jetzt mal ein konkretes Programm tatsächlich angucken. Wir nehmen also dieses Programm, was ich Ihnen eben vorgeführt habe, wo wir sagen, okay, ich habe diese beiden Templates, eins für Match gleich Stern, für beliebige benannte Knoten, und eins für Match gleich Slash, für den Containerknoten, den Document-Knoten hier von der Eingabe, also für diesen hier. So, und das ist unsere Einstiegskonfiguration. Und unser Ablauf sieht jetzt vor, dass wir einen beliebigen Arbeitsauftrag auswählen aus der aktuellen Konfiguration. Da gibt es jetzt nur den einen. Und dann ein passendes Template für diesen Arbeitsauftrag suchen. Da müssen wir also gucken, was ist denn das für ein Knoten, der hier bearbeitet werden soll. Das ist also der Knoten 1, dieser Containerknoten, dieser Document Node. Und dann müssen wir gucken, was passt denn jetzt für ein Template da drauf. Das erste Template passt nicht, weil das ist ja kein benannter Knoten. Das zweite Template passt haargenau, das sagt ja genau für diesen Document-Knoten soll dieses Template zu angewendet werden. So. Und dann müssen wir jetzt dieses Template ausführen und zur nächsten Konfiguration kommen. Okay, was heißt das jetzt, das Template auszuführen? Das werde ich dann auf der nächsten Folie dann nochmal etwas allgemeiner beschreiben, aber hier am Beispiel können wir es uns schon mal überlegen. Das heißt, dieses literal result Element, dieses wörtliche Element X, wird in die Ausgabe übernommen. Das heißt, das haben wir dann hier in der Folgekonfiguration schon mal, das Element X, was jetzt hier eingefügt wird, an dieser Stelle, wo der Arbeitsauftrag vorliegt. Und dann sollen wir mit den XSL Apply Templates jetzt die weiteren zu bearbeiteten Knoten bestimmen. Das heißt also, hier delegieren wir jetzt praktisch an, oder wir machen einen rekursiven Aufruf des ganzen XSLT-Programms, des ganzen Prozesses für bestimmte Eingabeknoten jetzt auch wieder, die hier in diesem Select-Ausdruck angegeben werden. So, was sagt dieser Select-Ausdruck? Okay, der sagt, suche irgendwo im Dokument mit slash slash benannte Knoten. Das müssen dann benannte Elementknoten sein, weil wir hier mit dem slash slash hier nur die Element, also die hierarchische Achse, formell die Elemente und Texte angucken, nicht die Attribute. Und dann wollen wir eben von den benannten Knoten, die wir da finden, also auf Deutsch von den Elementknoten, gucken, welche erfüllen denn diese Bedingung. Und diese Bedingung heißt halt, es sollen Attributknoten dranhängen. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt gucken, diesen XPath-Ausdruck auswerten für unser Eingabedokument. Wir gehen jetzt hier nicht von dem aktuellen Kontextknoten aus, der gerade bearbeitet wird, das wäre der allgemeine Fall, sondern wir gehen eben mit dem slash gleich wieder an die Wurzel. Letztendlich ist das in dem Fall auch egal, aber
formell ist das halt ein Gesichtspunkt. Wir werten jetzt diesen X-Path-Ausdruck aus, formell von diesem Kontextknoten, den wir gerade bearbeiten, ausgehend. Praktisch, weil dieser Pfadausdruck jetzt uns automatisch zur Wurzel zurückführt, von dem Wurzelausdruck, egal wo wir gerade wären, und sagen, okay, wir suchen jetzt hier alle benannten Knoten, alle Elementknoten, die ein Attribut haben. Und da finden wir eben diesen Knoten Nummer 2 und den Knoten Nummer 5. So, und jetzt ist es eben das System von XSLT, das jetzt hier, so wie diese Regel jetzt ausgestaltet ist mit den XSL Apply Templates, nicht wirklich gesagt wird, wie soll das denn jetzt mit diesen Knoten weitergehen, sondern das delegiert wird und jetzt praktisch neue Arbeitsaufträge entstehen. Einer für den Knoten 2 und einer für den Knoten 5. Und das ist dann Aufgabe des nächsten Schritts, einen dieser Arbeitsaufträge weiter zu bearbeiten. So. Was wir jetzt hier auch sehen können schon mal, dass die Reihenfolge oder die Struktur hier von diesem Eingabedokument, die wird jetzt hier vollkommen aufgelöst. Ja, also jetzt haben wir hier in der Folgekonfiguration auf einmal die Knoten 2 und 5 in einer anderen Anordnung und einer anderen Hierarchisierung, als es in dem Eingabedokument war. Das hat jetzt hier dieser X-Path-Ausdruck, dieser Select-Ausdruck einfach gemacht. Das Ergebnis ist eine beliebige Sequenz von Knoten und für diese Sequenz von Knoten haben wir dann die Arbeitsaufträge auszuführen. Das ist also jetzt das systematische Vorgehen. So, und das ist vielleicht auch schon einer der Punkte, wo Ihre Intuition Sie möglicherweise schon fehlleitet, weil Sie denken, man arbeitet dieses XSLT-Programm sozusagen abgesteuert durch das Eingabedokument. Das ist also ein typisches Missverständnis. Es ist nicht so, sondern das Programm wird abgearbeitet dadurch, dass man mit dem Template für den Dokumentenknoten anfängt und dann wird jedes Template selber wieder sagen, programmgesteuert sozusagen, welche Knoten kommen denn als nächstes dran und für die werden dann wieder passende Templates gesucht. Und die sagen wiederum, welche Knoten kommen denn als nächstes dran und für die wird dann wieder passende Templates gesucht. Das heißt, das Programm selber steuert die Abarbeitung und bezieht sich dann immer nur auf die Eingabe mit der Bestimmung der entsprechenden Knoten, die als nächstes zu bearbeiten sind. Okay. Jetzt haben wir also die erste Folgekonfiguration hier uns hart erarbeitet. Wir wissen jetzt, dass die so aussieht. Und die Frage, die jetzt vielleicht offen geblieben ist, ist, wie wird denn ein Template, das einmal ausgewählt worden ist, hier des passenden Templates für einen Arbeitsauftrag, wie wird das denn tatsächlich ausgeführt? Das haben wir jetzt hier an dem Beispiel dieses Templates angeguckt, aber das kann man vielleicht jetzt für alle Dinge, die in einem solchen Template vorkommen können, prinzipiell auch nochmal sich allgemeiner überlegen. Und das ist jetzt hier auf der nächsten Folie. Also die Ausführung eines Templates ist also abhängig von dem Inhalt des Templates und bedeutet dann, dass Literal Result Elements mit Literal Attributen und oder auch wörtlicher Textinhalt, dass der einfach in die Ausgabe übernommen wird. Wenn dann so ein Kommando XSL Value Of vorkommt, dann bezieht sich der ja mit dem Select Statement auf bestimmte Teile der Eingabe und mit XSL Value Of werden nur Textknoten der Eingabe übernommen. Das heißt, selbst wenn mit dem Select ein Attributknoten hier, ein Elementknoten oder auch ein Attributknoten ausgewählt werden sollte, dann wird nur der ausgewählte Text in die Ausgabe übernommen. Während, wenn wir hier so ein Copy haben, dann wird der aktuelle Kontextknoten in die Ausgabe übernommen, ohne alles das, was an dem Knoten vielleicht noch dranhängt, an Attributen oder untergeordneten Knoten. Und wenn man einen Copy-Off hat, dann hat man eine tiefe Knotenkopie. Das haben wir jetzt in unserem Beispiel nicht gehabt, aber
Die Frage stellt sich ja dann automatisch, wenn man ein einfaches Copy hat, gibt es dann auch ein tiefes Copy? Ja, gibt es auch. Man muss es nicht programmieren, sondern es gibt das auch als einzelnen Befehl, dass dann eben die ganze Struktur, die an dem Knoten dranhängt, kopiert wird. Ja. Formell ist das auch noch so. Copy bezieht sich immer auf den aktuellen Kontextknoten, während Copy off dann den Knoten, der wirklich kopiert werden soll, tief auch nochmal beschreiben kann mit einem Attribut. Okay, gut. Das ist jetzt aber schon wieder Spezialisierung von weiteren Sprachmitteln von XSLT, die wir jetzt an dieser Stelle nicht wirklich alle diskutieren müssen. Was kann dann in einem solchen Template noch vorkommen? Wir hatten diese Schleifenkonstrukte, gerade auch bei dem Pull-Prinzip, dass man eben durch das Eingabedokument durchiteriert. Und dann werden tatsächlich eben wird eine iterierte Ausführung des Schleifeninhalts ausgeführt. Das heißt also Ausführung des Templates, Ausführung dann dieses speziellen Teils, wobei das XSL for each dann jeweils auch noch für einen Wechsel des Kontextknotens sorgt. Das heißt, jede Iteration des Schleifeninhalts ist dann für einen anderen Kontextknoten zuständig. Das macht auch deswegen Sinn, weil das XSL for each ja nicht wirklich einen Iterator definiert. Oder sagen wir mal, der Inhalt, das stimmt natürlich nicht. Also das XSL for each hat ja auch ein Select-Statement, mit dem die zu iterierenden Knoten bestimmt werden. Aber der Inhalt dieser Schleife, der bezieht sich dann eigentlich nicht explizit auf diesen Iterator, sondern eben nur implizit über den Punkt. Und das heißt, der Kontextknoten ist dann immer der gerade betrachtete, durchiterierte Knoten. Okay, gut. Also das ist vielleicht auch eher wie alle diese Dinge, die auf dieser Folie jetzt draufstehen, als Referenz gedacht. Im Moment haben wir dann ja hier in dem Beispiel dann eher noch diesen letzten Fall, dass das XSL Apply Templates vorkommt. Und das hat ja auch zwei Fassungen sozusagen als Kommando. Man kann Select sagen, dann kann man explizit Knoten im Eingabedokument angeben, auf die jetzt hier rekurriert werden soll. Oder es steht eben nicht das Select da, dann werden automatisch die Kindknoten des aktuellen Kontextknotens hergenommen. Ja? Also mit Hilfe von XSL Apply Templates werden dann jetzt die zu selektierenden Knoten im Eingabedokument bestimmt. Es kann auch die leere Menge sein, dass also gar kein Knoten ausgewählt wird. Und dann wird für jeden dieser Knoten, also möglicherweise auch für keinen, wenn vorher keine Knoten selektiert wurden, aber im Prinzip für jeden dieser Knoten wird ein eigener, neuer Arbeitsauftrag kreiert, der dann eben sich über die Nummer auf den selektierten Knoten bezieht. Ja? Und das haben wir hier an dem Beispiel, ich bin jetzt also zurückgegangen, genau so gemacht. Ja? Wir haben das X als Literal Result Element in die Ausgabe geschrieben und dann haben wir geguckt hier mit dem XSL Apply Template, da hatten wir also das explizite Select, auf welche Knoten wollen wir uns denn als nächstes stürzen, welche sollen denn als nächstes bearbeitet werden. Dann haben wir gesehen, das sind diese Knoten 2 und 5 und für die haben wir neue Arbeitsaufträge geschaffen und damit war das Template dann vollständig abgearbeitet. So, jetzt haben wir die Folie besprochen und dann gehe ich jetzt noch eine Folie weiter. Und dann ist es jetzt halt die Frage, wie gehen wir denn jetzt weiter? Jetzt sind wir also praktisch in dieser Konfiguration mit diesen beiden Arbeitsaufträgen 2 und 5. Und wie sieht denn jetzt die nächste Konfiguration aus? Also wie ist denn jetzt der nächste Schritt in diesem Prozess? Und genau wie vorher auch, wählen wir jetzt einen der Arbeitsaufträge aus, die vorliegen. Zum Beispiel, das ist jetzt also egal, ob wir 2 oder 5 auswählen. Und
das Normale sozusagen, die Tendenz ist natürlich zwei auszuwählen, aber einfach um zu zeigen, dass es geht und dass ich es darf, nehmen wir jetzt mal hier den zweiten Arbeitsauftrag, den Knoten 5. Und es ist egal, welchen wir zuerst machen, weil die Wirkung unabhängig ist voneinander. Also es gibt keine Seiteneffekte, ob ich jetzt erst dieses hier ausführe oder erst dieses hier ausführe. Der Effekt ist dasselbe. Ich hänge da halt unten irgendwas dran, was aber unabhängig ist von dem, was ich an der anderen Stelle dran hänge. Ja? Gut, und jetzt muss ich also den Knoten 5 betrachten, weil ich mich für den entschieden habe. Und für den muss ich dann ein passendes Template aussuchen. Da gibt es jetzt normalerweise mehrere Möglichkeiten, dann würden die Templates nach Priorität ausgesucht, aber es spielt nicht, wie auch eben schon, die Reihenfolge der Templates eine Rolle. Also in dem Fall habe ich jetzt hier den Knoten 5, das ist ein Elementknoten und auf den passt hier diese erste Regel Stern, Match gleich Stern. Wenn ich da jetzt eine andere Regel noch hätte, die sagen würde Match gleich B, dann hätte die Priorität, auch wenn die erst später aufgeschrieben würde, einfach weil B spezifischer ist als Stern. Okay, gut. Also jetzt haben wir gesagt, wir müssen jetzt diese Regel hier ausführen. Und was heißt das, diese Regel auszuführen? Die ist ja jetzt sehr einfach. Das heißt einfach, wir kopieren diesen Knoten B in die Ausgabe. Ja? Das ist dann hier gemacht. Und dieses Template, das hat jetzt kein XSL-Apply-Templates. Das heißt, das ist fertig mit diesem einen Kopiervorgang. Da entsteht also kein neuer Arbeitsauftrag. Okay, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was passiert mit dem Zeug, was hier noch drunter steht, unter diesem Knoten oder auch mit diesen Attributen. Die haben Pech gehabt. Dieses Template sagt jetzt eben nichts über diese anderen aus. Das ist also egoistisch und sagt nur, okay, ich kopiere diesen einen Knoten nach außen und die anderen, die bleiben zurück. Gut, jetzt habe ich das ein bisschen moralisierend dargestellt. Das ist natürlich nicht wirklich moralisierend gemeint, so ein XSLT-Programm, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja? Also nur das, was explizit programmiert ist in diesem Template, wird auch gemacht. Es gibt keine Automatismen, dass noch irgendwas anderes auch kopiert werden muss oder auch bearbeitet werden muss. So. Gut, dann haben wir jetzt also diese okay, jetzt haben wir also diese Ausgabe hier bearbeitet und wir sind jetzt, oh, jetzt verstehe ich, was ich hier gemacht habe. Ich bin eine Folie weitergegangen, als ich da zwischendurch mal irgendwann auf den Bildschirm geklickt habe. Okay, also. Das war jetzt dann vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar für Sie, was ich hier geredet habe. Ich mache dann also deswegen nochmal einen Kurzdurchgang. Das hier ist unsere aktuelle Konfiguration nach dem ersten Schritt, den wir gehabt haben, wo diese Arbeitsaufträge 2 und 5 vorliegen. Und ich habe jetzt gesagt, okay, ich will den Arbeitsauftrag 5 bearbeiten als nächstes. Und suche jetzt ein passendes Template, das ist also dieses hier oben. Und das besagt, dass ich diesen aktuellen Knoten 5 hier in die Ausgabe übernehmen soll. Und damit ist dann dieses Template weiter abgearbeitet. Aber ich habe immer noch in der Folgekonfiguration einen weiteren Arbeitsauftrag, den ich noch bearbeiten muss. Das heißt, ich muss den Prozess nochmal iterieren. Und die nächste Situation ist also dann so, dass dieses hier mein einziger übrig gebliebener Arbeitsauftrag ist, den ich noch bearbeiten kann, der Knoten 2.
Und für den suche ich dann auch wieder ein passendes Template. Das ist jetzt wieder dieses Template Stern. Das ist ja jetzt hier ein benannter Knoten, der Root E, Root Element Knoten. Und was soll ich für den machen? Genau das gleiche wie vorher auch. Ich kopiere den Knoten nach außen und damit ist dann dieses Template abgearbeitet. Und dieses Template hat nach wie vor jetzt keine Folgeaufträge, die anfallen. Das XSL Apply Templates kommt in diesem Template nicht vor. Das heißt, jetzt bin ich hier fertig. Das ist meine neue Konfiguration und das ist gleichzeitig auch das Ergebnis. Die Transformation ist an dieser Stelle beendet, weil ich jetzt keinen weiteren Arbeitsauftrag mehr zu bearbeiten habe. Gut. Das ist jetzt also das allgemeine Prinzip. Jetzt gehe ich doch nochmal zurück, habe ich das als Prinzip auf diesen Folien auch irgendwo aufgeschrieben. Ja, das ist der Mechanismus hier von Konfiguration zu Konfiguration. Wir wählen aus den Arbeitsaufträgen, die noch offen sind, einen aus, suchen für den ein passendes Template unter Berücksichtigung der Prioritätenregelungen und führen dieses Template aus. Was bedeutet das? Das steht auf der nächsten Folie oder einer der nächsten Folien auch allgemein beschrieben. Und das führt dann zu einer nächsten Konfiguration. Und da gehen wir dann wieder in die Schleife. Das heißt, da wird dann der XSLT-Prozess selber, die Ausführung dieses Programms, dann einfach wieder rekursiv angestoßen. So, jetzt gehen wir durch die Folien jetzt nochmal weiter, bis wir zu dem neuen Teil kommen. Das haben wir also alles besprochen. Ja, gut. Jetzt hatte ich ja schon mal auf ein paar Dinge hingewiesen, die dabei zu beachten sind und auch auf einige mögliche Missverständnisse oder falsche Annahmen, die Sie machen könnten, wenn Sie das Ganze jetzt zu naiv angehen und dieses Prozessmodell nicht wirklich internalisieren. Und da habe ich jetzt noch ein paar Beispiele auch mit unserem, in demselben Ordner, mit demselben Eingabedokument, in denen, über die man noch sprechen kann. Das erste ist, dass XSLT Default-Regeln hat für Match gleich Slash, Match gleich Stern und Match gleich Text, Knotentest. Ja, also für den Document-Knoten, für die benannten Knoten und für die Textknoten. Und diese Default-Regelungen, die sind immer vorhanden im Hintergrund, können aber überschrieben werden. Das kann man sich jetzt hier in der Demo 2 angucken. Da gehe ich dann jetzt nochmal auf mein Beispiel in Oxygen. Hier unser Eingabedokument nochmal kurz zur Erinnerung. Und jetzt das Element Demo 2. Das enthält jetzt genau die Default-Regeln. Slash und Stern und Text. Und was wird für die getan? Für Slash, also für den Wurzel, das Document Node wird einfach nur XSL Apply Templates aufgerufen. Ebenso für die benannten Elemente. Das heißt, für die wird nicht irgendwas ausgegeben, sondern das Element wird einfach ignoriert. Es wird nur die Kontrolle sozusagen an die Kind-Elemente weitergegeben. Das heißt, dieses XSL Apply Templates wird dann mit diesem Aufruf Select gleich Children, dem impliziten Aufruf, gestartet. Und was ist mit dem Text? Der wird einfach nur in die Ausgabe übernommen. Ja, und wenn ich das hier ausführe, jetzt können Sie schon sich überlegen, was passiert hier.
alle Elemente werden ignoriert. Es wird nur die Kontrolle nach unten weitergegeben. Das einzige Mal, wenn das ausgegeben wird, ist für die Textknoten. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich erwarten, dass wir diese beiden Ausgaben Text bekommen. Und führen wir das jetzt wirklich mal aus, dann sieht man, dass das tatsächlich auch der Fall ist. So, dann kann man sich davon überzeugen, dass das wirklich der Default ist. Also wenn ich jetzt hier diese Regeln praktisch ausklammere, und dann praktisch ein Stylesheet habe, vollkommen ohne irgendwelche Regeln, und führe das aus, dann habe ich dieselbe Ausgabe. Ja? Also dann ist halt das, diese Regeln, die ich da explizit hingeschrieben habe, die werden dann einfach durch die Default-Regeln ersetzt. Was man dann eben auch machen kann, ist, dass man die Default-Regeln punktuell überschreibt. Und das habe ich jetzt mal hier demonstriert. Wenn ich jetzt einfach die Default-Regeln in Kraft lasse, aber ich überschreibe die Regeln für Textinhalte, dadurch, dass jetzt nicht der wirkliche Text aus dem Eingabedokument übernommen wird, sondern dass ein Literal Result Text sozusagen produziert wird mit 3x'en. Was passiert dann, wenn ich das ausführe? Das, was ich erwartet habe, alles bleibt Default, nur die Textknoten erzeugen jetzt diesen festen Text, jeweils XXX statt Text. So, jetzt stelle ich hier mal den Ausgangszustand wieder hier her von dieser Datei. Und dann können wir noch weitere Beispiele angucken auf den Folien. So, was haben wir also hier noch? Es wird grundsätzlich nur eine Regel sicher aufgerufen, nämlich die für die Anfangskonfiguration, die für den Dokumentenknoten. Entweder es gibt in dem Programm eine explizite Regel für den Dokumentenknoten oder es greift diese Default-Regel für den Dokumentenknoten, die ja immer vorhanden ist. Und alle anderen Regeln kommen nur dann zum Tragen, wenn Knoten mit XSLApply-Templates bestimmt werden, auf die diese Regeln dann zutreffen. Das kann man jetzt ganz kurz hier in diesem Demo 0 gegenüber Demo 1 vergegenwärtigen. Das Demo 0, das hat jetzt bestimmte Regeln. Die Eingabe sagt, okay, XSLApply-Templates wieder Default. Stern sagt, ich möchte den aktuellen Knoten kopieren und darin dann das XSLApply-Templates aufrufen. Das Template für Attribute beliebigen Namens sagt, die Attribute sollen kopiert werden. Und das Template für Text sagt, ich möchte den aktuellen Text kopieren. Das sieht also ein bisschen so aus, als wenn man da eine identische Kopie des Eingabedokuments erzeugen würde. Aber das stimmt nicht ganz, wenn ich das jetzt ausführe. Was kriege ich dann als Ergebnis raus? Die Attribute fehlen. Ja? Ich habe also im Wesentlichen eine identische Kopie der Eingabe gemacht, aber die Attribute sind nicht kopiert worden. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass die Attribute eben nicht aufgerufen werden. Ja? Also hier, wenn gesagt wird, was wird denn für ein Element gemacht, dann wird der Elementknoten kopiert und dann wird einfach weiter nach unten gegangen mit XSLApply-Templates für die Kindknoten und die Attribute kommen eben nicht ran. Die werden vernachlässigt. Und da kann man das anders programmieren, wenn man das eben möchte, dass man in der Regel für Template Match gleich Stern für die Elemente auch sagt, okay, ich möchte die Regeln für die Attribute wirklich auch aufrufen. Ich rufe hier XSLApply Templates für alle Attributknoten auf und erst dann greift diese Regel für die Attribute, die wir ja auch vorher schon hatten. Die wurde vorher halt nur nicht ausgerufen. Ich also jetzt in dem Fall das hier ausführe, dann sehe ich im Ergebnis, dass sich die Attribute auch übertragen werden und dass ich also wirklich eine identische Kopie des Eingabedokuments hier erzeugt habe. Und der Punkt ist eben, man muss alles programmieren, von dem man will, dass es passiert. Es passiert nichts automatisch. So.
Was haben wir sonst noch für Dinge? Ja, das ist dann noch die Reihenfolge der Regeln im XSLT-Programm. So wie sie aufgeschrieben sind, sind sie irrelevant, außer für Prioritätenentscheidungen. Sie bestimmen also die Reihenfolge des Aufschriebs des Programms, bestimmt nicht den Ablauf des Programms, sondern die ausgeführten Templates bestimmen über XSL Apply Templates, welche Knoten als nächstes bearbeitet werden sollen und damit indirekt auch, welche Templates zum Zuge kommen. Also das XSL Apply Templates redet eigentlich nur über Knoten und die Knoten haben dann natürlich passende Templates, die mit denen sie bearbeitet werden, aber nur wenn die Knoten sozusagen als Arbeitsaufträge bestimmt werden, dann können auch die entsprechenden Templates zum Zuge kommen. Und das ist hier in der Demo 3 nochmal ausgedrückt. Da haben wir jetzt erstmal hier diese Templates, die Default-Templates für das Wurzel, den Wurzelknoten, das hätte ich jetzt also auch weglassen können, weil es ja wie gesagt der Default ist, aber der Klarheit halber habe ich es nochmal hingeschrieben. Das sagt einfach nur XSL Apply Templates. Ein beliebiger Elementknoten kopiert die Attribute und dann ruft es das XSL, also kopiert sich selber und ruft dann die Attributknoten und die Kindknoten auf. Und für die werden dann weitere Templates gesucht. Und dann habe ich aber spezialisiertere Regeln, die dann Priorität haben, obwohl sie weiter unten stehen, weil sie spezieller sind, für den Knoten B erzeuge ich einen neuen Knoten C in der Ausgabe und da schreibe ich dann mal als Kommentar dran, sozusagen als Notiz, dass das ursprünglich der Knoten B war und dann rufe ich für die Kind Knoten von B auch wieder das Apply Templates auf. Und genauso mache ich es auch für das A, dass ich dann das ersetze ich auch durch den Knoten C und schreibe aber auch nur dran, dass das ursprünglich mal der Knoten A war. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf dieses Eingabedokument anwende, dann kommt zwar hier zuerst der Knoten A vor und der wird dann auch über das Apply Templates von dem Root E als erstes aufgerufen, aber die Reihenfolge in dem Aufschrieb von dem Programm selber, die spielt keine Rolle. Also ich habe hier sogar dann den allgemeineren Knoten zuerst aufgeschrieben und den Knoten B dann als erstes aufgeschrieben und dann den Knoten A. Das macht alles nichts, macht alles keinen Unterschied, weil der Knoten A ja oder dieses Template ja nur dann aufgerufen wird, sobald dieser Knoten, ein passender Knoten, als Arbeitsauftrag vorliegt. Und der bestimmt dann, dieser Arbeitsauftrag, der bestimmt dann, wo was eingefügt wird, nicht die Reihenfolge, wie ich hier was aufgeschrieben habe. Ja? Und das heißt, was passiert jetzt, wenn ich das ausführe? Schauen wir das kurz an. Ich kriege also für den Knoten A einen Knoten C mit dem Kommentar, dass das ursprünglich mal ein A war und auch für den Knoten B und auch für diesen inneren Knoten B. Ja? Und die Texte werden übernommen und der äußerste Knoten, der Root E, der war durch dieses Template zustande gekommen, wo also seine Attribute auch übernommen worden sind. Hier in den Regeln für A und B habe ich über die Attribute nichts gesagt und demgemäß sind die dann auch in der Ausgabe nicht zum Zuge gekommen. So, und das ist jetzt eigentlich schon das Wichtigste, was ich Ihnen sagen wollte. Ich habe jetzt noch ein Phänomen. Wenn man jetzt so einen Depth-First-Durchgang durch das Eingabedokument machen möchte und dann für jeden Knoten eine Regel anwenden möchte, dann kann man das programmieren mit XSLT, aber es ist nur ein Spezialfall. Also allgemeine XSLT-Programme machen das eben nicht, dass sie Depth First durch die Eingabe durchgehen. Das ist dann nur, wenn man sozusagen nach reinem Push-Prinzip sein Programm strukturiert. Und das ist genau das, was eben auch dieses Demo 3, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, tut. So. Also,
wenn Sie verstehen, also wenn Sie das Programm Demo 3 hier anwenden wollen, dann könnten Sie das in dem Fall auch so verstehen, dass Sie sagen, okay, ich gucke mal, mein äußerstes Element ist Root E. Was habe ich denn da für eine Regel? Gut, die sagt, ich soll das Root E übernehmen. Und dann gucke ich als nächstes das A an. Und was habe ich denn da für eine Regel? Die sagt, ich soll das nach C umwandeln und dann ein Attribut dranhängen. Und was habe ich für das B für eine Regel? Die sagt, ich soll das in C umwandeln und ein anderes Attribut dranhängen. Und dann habe ich hier als nächstes den Textinhalt. Was habe ich da für eine Regel? Die sagt, ich soll den Text ausgeben. Dann habe ich das Element B wieder und so weiter. Also in dem Fall funktioniert das, dass Sie durch das Eingabedokument durchgehen und sich immer passende Regeln suchen. Das funktioniert aber nur deswegen, weil dieses Programm so strukturiert ist, dass es sagt, okay, ich habe für jedes Element eine Regel und die sagt, was soll mit diesem Element gemacht werden und dann delegiere ich an die Kindknoten. Ja? Und in Wirklichkeit ist also diese Abarbeitung durch dieses XSLT-Programm gesteuert und nicht durch die Eingabe. Ja? Und wenn Sie ein anderes XSLT-Programm angucken, so wie zum Beispiel unsere erste Demo, dann bricht diese Herangehensweise zusammen. Ja? Dann werden Sie das nicht verstehen, dass eben hier die Knoten, die Attribute haben, bearbeitet werden, unabhängig von der Reihenfolge, in der das hier im Dokument gelistet ist. Ja, da gibt es eben dann gar keine Regel für das Element A zum Beispiel, die zum Tragen kommt, oder auch keine Regel für das Element Root E. Es gibt eine Regel für Root E, die zum Tragen kommt, aber nicht, weil es irgendwie als Depth First dann irgendwann mal vorkommt, sondern weil es sozusagen aufgerufen wird und zufälligerweise ein Attribut hat. Ja? Also die Aufruf, die Bearbeitungsreihenfolge der Knoten für die Eingabe, die wird durch das Programm gesteuert und nicht durch die Eingabe. Ja? Das ist also eine der Annahmen, die man leicht machen kann, wenn auch die ersten Programme halt im Wesentlichen nach diesem reinem Push-Prinzip organisiert sind. Okay. Ja, also dann hoffe ich, ich habe jetzt genug Warnsignale aufgestellt für Sie und Sie nicht nur einfach verunsichert, sondern Sie auch in die Lage versetzt, dass Sie verstehen, wie es denn in Wirklichkeit funktioniert, dass Sie dann jetzt dieses Prozessmodell von XSLT auch anwenden können. Und Sie können da einen Test machen. Es gibt da noch ein etwas wilderes Demo-Programm in diesem Ordner, das Sie auf ein anderes Eingabedokument Sample Doc 4 anwenden können. Das Programm heißt Demo 4. Das können Sie mal gucken, ob Sie das jetzt rausbekommen, wie dessen Wirkung ist. Und bei Bedarf, wenn das also bei der früheren Erklärung in diesem Foliensatz D mit den erweiterten Templates ein bisschen hektisch war oder ein bisschen wenig nachzuvollziehen, dann können Sie jetzt auch nochmal zu diesen Beispielen mit Shakespeare und Hamlet zurückgehen und schauen, ob Sie die jetzt mit dem neuen Wissen besser nachvollziehen können. Okay, dann ist jetzt dann dieser Teil wirklich abgeschlossen und ich bin jetzt noch unsicher, ob ich wirklich dann die vertiefenden Beispiele Ihnen auch noch als Video zeigen soll oder ob ich da einfach dann nochmal auf die Beschreibung auch im Skript zurückgreifen soll. Okay, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und in irgendeiner Form wird es dann ja so kommen, dass wir uns dann nochmal weitersprechen.